sich nicht hin. Aber wo, wo ist jetzt den sein? Büro. Also wo ist der andere? Was ist das denn? Gemächer des Herzogs an dem dritten Stock. Seine Eminenz ist ziemlich ungehalten. Okay. Im dritten Stock. Wo bin ich denn? Ich muss mich mal hier durchwühlen. Ja, absolut. Weil irgendwo muss der andere ja stecken. Der kann ja nicht weit sein. Nein. Der kann ja echt nicht weit sein. Was haben wir denn hier? Alter, den hätte ich beinahe übersehen. Nein, du machst gar nichts. Man da immer drauf mit denen. Ja. Halt. Kommst du her? Kommst du hierher? Bleibst da. Der. Wo ist der? Da. Hi. Ja, er raucht. Keine Verbeugung? Kein Handkuss? Ich könnte dasselbe fragen. Ein Geheimnis. Also dann, wer sind Sie und was wollen Sie? Hören Sie, Sie sind der Doppelgänger des Herzogs. Sie können nichts für ihn übrig haben. Ich werde seine Herrschaft beenden und ich habe einen Plan. Also gut, Sie haben recht. Aber wenn Sie den Herzog nicht töten wollen, was wollen Sie dann? Ich finde, Sie geben einen besseren Herzog ab als Luca Abele. Wenn ich ihn loswerde, ohne ihm die Kehle durchzuschneiden, könnten Sie die Leute überzeugen, dass Sie der Herzog sind? Kühn. Und ich gebe zu, es ist mir in den Sinn gekommen. Wenn die Leute glauben, ich wäre Herzog Abele und er der Doppelgänger, könnten wir ihn in die Klapsmühle stecken. Wir könnten jeden überzeugen, dass er den Verstand verloren hat und glaubt, der Herzog zu sein. Ich habe Jahre an meiner Rolle gefeilt, aber es gibt einen Haken. Er hat ein Medaillon, das ich brauche. Selbst wenn ich überzeugend spiele, was kein Problem sein sollte, wird mich die Garde nach dem Medaillon fragen. Luca... Gut, das dürfte nicht lange dauern. Wenn es geschafft ist, verlasse ich die Stadt. Von Dunwall aus schicke ich Ihre Anweisung und erwarte maximale Flexibilität und Kooperation. Noch können wir Ser Konos vor dem Abgrund retten. Wir können wieder gut machen, was Herzog Abele angerichtet hat. Gefällt mir. Aber ich führe Ser Konos, wie ich es für richtig halte. Für die Menschen hier. Nicht als Marionette ihres Kaiserreichs. Wenn Sie zustimmen, machen Sie den Herzog bewusstlos und bringen Sie ihn in seine Gemächer. Ich erledige den Rest. Gut, machen wir. Moment, ich muss ihn trotzdem mal beklauen. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch nach oben. Ja, weil ihn habe ich ja schon. Hier. Ja. Ist das nicht lecker? Ja, ja. So, da muss er hin. Ah ja, er muss ja jetzt nur noch von da oben hier runter. Ja, ja, ja. So, komm mal her, Keule. Du hast ausgespielt. Deine Herrschaft ist beendet. Ja, endlich. Oh. Ist ja eine geile Sache. So, und dann haben wir hier noch genug zu tun. Oh ja, netter Oboe. So, dann würde ich sagen, ja. Ich hol mir das Medaillon und rufe sie. Ich werde alle beobachten. Viel Erfolg. Ha,
Keine Sorge, ich habe das Arschloch jahrelang imitiert. Naja, er ist auf jeden Fall wahrscheinlich der Richtige. Hauptmann Almeida, kommen Sie sofort in meine Gemächer. Es gibt ein Problem. Schnell, verstecken Sie sich da oben. Ja. Ja, das macht sie von alleine. Ja. Nee, also, so gehe ich hier nicht weg. Eure Eminenz, alles in Ordnung? Ja, Hauptmann. Bitte nehmen Sie ihn fest, diesen Clown. Er hat seine Rolle zu ernst genommen. Ich sagte, Hände weg. Armer Mann. Er hat mir viele Jahre gut gedient. Wir werden keinen finden, der mir so ähnlich sieht. Bringen Sie ihn weg, Hauptmann, aber behutsam. Ich verstehe, Eure Eminenz. Wir kümmern uns darum. Was? Unerhört! Ich lasse Ihnen lebendig die Haut abziehen und Sie werden in Salz baden. Wenn wir nur was für ihn tun könnten. Ich glaube, die vielen Jahre, die er sich für mich ausgegeben hat, forderten am Ende ihren Tribut. Nein, aufhören! Ich bin der Herzog von Zirkonos! Das können Sie nicht tun! Dr. Hypatia im Aldermeyer wird wissen, was sie machen muss. Na sauber, haben wir ihn schon mal. Ja, richtig, die gute Sache. Ja. Mann, das war echt. Ja, das war. Absolut. Hallo? Mal reden mit ihm? Können wir das? Ich versuche immer noch alles zu begreifen. Ja. Einfach unglaublich. Ich schnabuliere mal hier, du hast ja genug davon. Jetzt haben wir natürlich den Schlüssel für die Truhe und für den Tresor. Das ist natürlich vom Feinsten. Ja, jetzt muss ich das noch alles finden. Ja. Das ist also gar nicht so unübel. Nee, die Truhe muss ich finden. Ja, Moment. Was ist eigentlich hier hinter? Irgendwo muss hier eine lecker Truhe stehen, ja. So. Da bin ich voll. Ja, aber da nicht. Nee. Gut. Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn da? Lebensdorn geschrieben worden. Ach so. Ja. Das hatten wir auch, glaube ich, schon. Ja, irgendwie sowas. Gut, nicht ohne, dass ich den angegriffen habe. Nee, da gibt es keine Trophäe für und es ist einfach nur, keine Ahnung. Ernsthaft, ich habe keine Ahnung. Hey, war ich hier schon dran? Mann, Silbergraffin, ich dachte, da wären Silberbarren drin, aber nein. Gut, was steht denn hier jetzt noch an? Lailas Geist, ja, wir müssen jetzt wieder runter. Und jetzt fängt die wahre Herausforderung. Ei, Scheiße! Wo schießt du denn hin? Wen tut denn? Weiß, dass du hier bist. Du weißt gar nichts. Oh nein, ich bin nicht weg. Ich wachs Bienenscheiße so nicht, das habe ich dir schon mal gesagt. Was war da? Alter! Wir gehen mal mit ihr hier raus. Ja, das ist ja gar nicht so unübel. Oh. Oh. Das könnte noch gut gehen. Ja, wollen noch ein Stück raus. Jawohl. Halt. Ist das ein... Nein. Sag mal, warum?
verstecke ich das immer? Oh. Da, keine Ahnung, was die wollen. Die sind total Panne. Schaut unter den Tischen. Hier kann keiner mehr was nachgucken. Nee. Wow. Der Übergang beginnt hier. Der Übergang beginnt hier. Gut, dann der Übergang. Und er merkt nichts. Er merkt auch nichts. Ah, was ist los hier mit euch? Also, und die Wachen hier, auch selbst die. Machen wir mal hier zu und legen ihn hier so hin. Ja. Exorbitant wichtig. Ah, Badesalz. Ja, bringt mir Kohle. Und dem Herzog tut es nicht weh. Ja. Nein. Ich bin. Du bist was? Junge, du musst dich deutlicher deutlicher sprechen. Ich verstehe dich so schlecht. Ja, und du nuschelst. Die haben doch voll. Ja, aber ich bin, wie gesagt, hier noch nicht fertig. Ich könnte eine Truhe. Was ist das denn? Gut, schließen wir das Ding dann wieder. Wer ist denn das? Ah, den haben sie einfach hier hingeknallt. Ja, auch nicht schlecht. Oh, scheiß drauf, der Idiot ist eh der Falsche. Wenn ihr wüsstet. Ja, wenn ihr wüsstet. Was haben wir noch? Was haben wir denn hier? Ne, das lese ich jetzt nicht. Ja, die sind alle nicht erfreut über ihn. Nee, ganz und gar nicht. Halt, was ist das? Nichts. So, die pennen ja alle. Das hier ist. Das ist leer. Dich habe ich geplündert. Ne? Ja. Gut, auch mal. Da war ich drin. So, dann könnten wir jetzt mal runtergehen, weil wir haben Truhenschlüssel und Tresorschlüssel. Ja. Müssten jetzt die anderen alle erledigt sein. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon bin. Ich gehe mal hier rein. Ja, tut mir leid, dass ich die wegholen muss. Noch so ein Freckel. Wohl doch nichts. Nee, war doch nichts. Aber setz dich wieder hin und ruh dich aus. Ja, ist doch frei. Gut. Den Kameraden packen wir auch hier. Ah, guck mal. Ein Gemälde. Geht doch. Ja. So, jetzt bin ich auch wieder voll.
steht noch. Spritflaschen leere, aber ja. Das ist schon der Hit. Ja. Oh. Die Dinger sind voll bei mir. War gut zu wissen, wo die sind. Tut mir echt leid. Ja, bleib du hier in der Ecke. So, endlich mal wieder hier Eddermeier-Tinktur. Ja, Wahlknochen. Sehr gut. Wenn es irgendwo in der Nähe ist, die Leilas Tagebuch. So, hier ist irgendwo ein Artefakt. Ja. Splitterbolzen. Ja. Was ist das denn? Ach, der Geist von Delilah. Ja. War egal. So, hier war sonst nichts mehr. Haben wir durch. Ja. War ich jetzt hier drin, oder? Da steht wieder so ein Pirat. Ach nee, hier war ich ja auch schon. Ja. Ich hatte danach einen Hexenfisch in der Jacke. Nee. Du komm mal her. Kannst du mal die Tür schließen? Danke. Und lauf mal schön gegen die Wand. Gar keiner. Meine Güte, gewöhnt euch doch mal dran, nicht zu fragen. Einfach nicht zu fragen. Nee, nee. Einfach zu sagen, ja, ich ergebe mich. So, fertig. Dann ist das Thema doch durch, Mensch. So, leg dich hier hin, sag froh, dass ich dich gut bette. Ja, Moment. Nein. Ja, das hätte ich so gut wie jetzt lief es selten, sag ich euch ganz ehrlich. Ja, also es ist hier im Moment, läuft es Wunder. Wunder, so alles schön weg, nach und nach. Genau, hier muss ich ja auch noch durchsuchen. Und da hören. Genau. Ah. Kirin, Sir, Ihre letzte Antwort hat uns verwirrt. Der Herzog war nun, er war erbost. Ich soll mich erkundigen, wie Sie vorankommen. Ich war mit einem der Mädchen spazieren. Wir haben im Park Käfer gefunden. Ach jo. Mit grünen Panzern. Ich verstehe nicht, Mr. Jindosh. Konnten Sie mit Anton Sokolovs Hilfe die Kosten der mechanischen Soldaten senken? Der Herzog erwartet auf Grundlage Ihrer Schätzung eine Kostensenkung um 80-90%. Ein paar habe ich in ein Glas getan. Ich habe Ihre Beine ausgerissen. Sehr interessant. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie als Großerfinder alles bekommen haben, was Sie wollten. Aber dafür müssen Sie Termine einhalten, Fortschritte vorweisen. Moment, jetzt weiß ich endlich, wovon Sie die ganze Zeit reden. Ja, ja. Exzellent. Was soll ich dem Herzog also sagen? Ich hatte Besuch, glaube ich. Vielleicht wegen Sokolov. Ich erinnere mich nur schwach. Anton war keine Hilfe. Aber ich war kurz davor. Der Differenzmotor ist entlang der konkaven Oberfläche des inneren Kopfmechanismus. Moment, ich kann nicht. Das ist weg. Die Käfer von heute. Ich werde ihnen Namen geben. Es ist zwecklos. Was sage ich nur, Herzog Luca?
oder einer eine Murmel hat? Ja, aber hochgradig. Was denn dann hier? Kapitel Einleitung. Haben wir, glaube ich, schon, ja. Aber egal. Oh, aber das haben wir noch nicht. Sir, ich habe den Inhaber von Winslows Resort gestern in den Palast zu den Kasernen der Garde eskortiert. Er hat sich um den Tresor im Büro des ersten Hauptmanns gekümmert. Danke, 433. Ist das nicht lecker? So, das Büro des ersten Hauptmanns. Ich könnte es riskieren. Ja. Alles klar. Hoi, Eddermeier. Wie kann ich... Klingenkonversum. Wow, den habe ich hier. Narkomin habe ich immer voll. Ja. Komischerweise habe ich die immer voll. Ja, obwohl die eigentlich immer leer sein sollten. Hm. Normalerweise. So, ja, das habe ich auch. Moment. Warte mal eben, ich will mal... Haben wir hier nicht so ein Teil rum? Nee. Weißt du, wenn ich so eins brauche, dann ist keins da. So, ja, wir müssen ja im Grunde genommen nur weiter runter. Ja, nichts anderes. Weil jetzt gehe ich Stockwerk für Stockwerk durch. Aha. Ja, Sekunde, Leute. Herrgott, ich bin ja schon gleich da. Ja, jetzt komme ich anders in den Tresor rein. Und muss mir nicht da... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das hier alles so finden soll. Aber es sieht gut aus. Ja, es sieht sehr gut aus. Schnauze. Naja, wenigstens knabbern sie mich an. Wirklich verdient man in Tyvia doppelt so viel wie hier. Wochenlang Zwieback auf dem Schiff. Was, hier liegt... Oh, yes. Du hängst mir nicht verloren. Das war mir klar. Deswegen bin ich dann hier. Wo sind der jetzt? Vielleicht ist sie hier in der Nähe. Bin so nervös. Ich finde dich schon. Was? Komm! Ja, du findest mich. Junge, ich komme dir sogar entgegen. Was hältst du denn los, Ratten? Lass es sein. Nicht anknabbern. Nein, nein. Komm, ich setze dich mal hier oben ab. Oh. Hier oben war das jetzt nicht, aber... Ich habe doch gerade... Achso, die war hinter mir. Eddermeier. Nein. Ja. So, jetzt gehen wir doch mal hier rein. Ja. Siehste. Alt. Nee, doch nicht. Das ist nur die alte Schiefertafel. Ich schließe den Hebel mal. Ich schließe die Tür mal. Tolle Wurst, den Hebel. Ich hoffe, den Schlüssel. Jawohl. Mal sehen, was Herzog Abele hier drin alles versteckt hat. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Aber wie ein Klitzebogen. Ernsthaft. Ja, und... Oh, oh, oh. Was ist das? Fähigkeit? Ich muss nachgucken. Ehrlich, alles, was neu ist, kann mir einen Vorteil verschaffen. Maximale Gesundheit wird erhöht. Moment, ich muss jetzt erstmal gucken, was drin ist. Chance, umgeworfen zu sein. Nee, die sind alle. Herrschen dauert länger. Schattengang dauert länger. Alter, pass mal auf. Den Schattengang. Maximale Gesundheit wird erhöht, aber so weit von da gleich. Ja. Und noch weiter runter? Hallo? Achso. Ja, die hole ich alle noch. Da könnte ein drauf lassen. Ja, aber so weit von. Das muss der Tresor des Herzogs sein. Ja. Hallo?
So, haben wir geöffnet. So, schön auf. Und, kann ich den schließen? Nee. Aber ich glaube, hier ist auch so ein Vieh drin. Da. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Kampf verloren. Naja, die Unklarheit ist jetzt beseitigt. Noch eine? In dem Ding hat Ashworth Delilahs Geist aufbewahrt. Na Moment, aber ich habe doch jetzt hier was gehört. Warte mal. Kann sein, dass da oben eine ist. Ja, das weiß ich aber nicht. Nee. Gut. Delilahs Geist einsammeln. Machen wir doch glatt. Ja. Das ist es. Du musst mich aus diesem toten Gefäß befreien. Ja. Nur so kannst du Delilahs Geist einfangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Du warst alles, was ich je wollte. Ich bin so lang wie möglich geblieben, um dich zu leiten. Die Welt ist dank dir eine bessere. Finde Frieden, Mutter. Ich werde dich immer ehren. Oh, Emily, ich liebe dich. Und das ist mein letzter Gedanke, bevor ich vergehe. Oh oh. Ja gut, irgendeiner muss raus. Es können nicht zwei Herzen inne schlagen, ne? Nein. Kannst du mal aufmachen, Geist? Alles erledigt. Jetzt kommt Delilahs Geist zurück mit Dunwall. Ja. Sauber. Das Herz meiner Halbschwester? Nur ihr Fleisch bleibt noch. Vielleicht hat Delilahs Geist ihn zusammengehalten. Ja, das ist durchaus möglich. So, lass uns nochmal hier schnell durchgehen. Oh. Warum sollte der Herzog das Ding behalten? Oh. Alter, ist doch gemein, ist das. Sowas von fies. Ja, ist doch wahr, ey. Da ist noch was. Ich habe keine Ahnung. Okay. Zack. So, hier habe ich nichts mehr. Aber... Moment mal. Aber von hier bin ich doch gekommen. Also ja. Aber da ist noch was. Also muss ich doch noch mal... Nehme ich mal an. Dass das ein anderer Tresor ist da unten. Ist das möglich? Ist das möglich? Ja, ne, aber hier mache ich erstmal einen Cut, Freunde. Also, bis dann.